Wir stehen am Rande des Krieges und wir müssen vergeben. 15. April 2015. Worte von Jesus an Schwester Claire. Heute Abend trug der Herr Marineblau und als die Nacht voranschritt und wir tanzten, sah ich, dass er ein Militäroutfit trug mit vielen verschiedenen farbigen Rangabzeichen. Kommandant. Ja, dieser Krieg spitzt sich zu. Die Szenen sind alle im Drehbuch geschrieben. Eine nach der anderen kommt ins Spiel. Die Spieler sind berufen durch Bestimmung. Obama, der Mann der Sünde, steht im Zentrum. Das Drehbuch für ihn wurde vor Urzeiten geschrieben. Jeder Spieler hat seine Rolle und seine Befehle. Alles, was jetzt noch bleibt, ist der Start und zur richtigen Zeit wird das Signal gegeben werden. Dieser Krieg wird sehr lukrativ sein für Satan. Was genau der Grund ist, warum ich gehofft habe, ihn zu verhindern. Aber die Zeit hat ihre Fülle erreicht und es kann jetzt jeden Tag beginnen. Niemals in der Geschichte der Menschheit war eine solche Grausamkeit geplant und ausgeführt worden. Niemals in der Geschichte der Welt wird es wieder vorkommen. Dies ist die festgelegte Zeit für die Reinigung der Erde von allem Schmutz. Die Krankheit wird zur Fülle gebracht durch die dämonischen Kräfte, welche existieren mit der vollen Kooperation des Menschen in seiner Gier. Was geschehen wird, ist die Dezimierung von Millionen von Seelen. Für einige gibt es keinen anderen Ort als die Hölle. Andere werden errettet sein, indem sie durchs Feuer gehen. Meine Braut wird nichts von alledem sehen. Sie wurde an einen vertraulichen Ort gebracht, aufgrund ihrer Vereinigung mit mir. Was verhindert, dass sie solchem Horror ausgesetzt sein wird? Wie er über die Menschheit hereinbrechen wird. Aber Herr, wird sie nicht hier sein, wenn der Nuklearschlag kommt? Meine Liebe, dies ist nur der Anfang der Leiden, nur der Anfang. Welle über Welle über Welle von Katastrophen werden diese Erde ereilen. Nukleare Vernichtung ist nur eine in der Serie von Katastrophen und Urteilen. Ich möchte, dass du dir wohl bewusst bist, was in den kommenden Tagen geschehen wird. Das Auge hat nicht gesehen und das Ohr hat nicht gehört, was die Sündhaftigkeit der Menschen über sich selbst gebracht hat. Ich würde es wirklich gerne wissen, aber wenn dieses Wissen nicht für mich bestimmt ist, dann soll es so sein. Meine Kleine, meine sehr Kleine, es ist nicht erforderlich für die Erlösung der Seelen. Ich möchte lieber, dass du dich auf die Herzen der Herde konzentrierst, die ich in diesen Pferch gebracht habe. Sie sind meine Braut, Claire, und wie sie sich nach mir sehnen, es bringt Tränen in meine Augen, wenn ich ihre Kommentare lese, die nur die Spitze des Eisberges ihrer Sorgen sind und ihrer Sehnsucht nach mir. Wie ich dir zuvor gesagt habe, dies ist ein Faktor in unserem Timing. Ihre herzzerreißenden Tränen zu sehen, ist fast zu viel für mich. Ich möchte jede von ihnen besuchen, aber sie müssen durch einen Prozess der Vorbereitung gehen. O Herr, du bist überlegen, kannst du sie nicht wenigstens einmal besuchen, auf eine Art, die sie niemals vergessen werden? Sie schauen auf mich und sehnen sich nach dem, was du mir gegeben hast, was zu ihrem Nutzen war,
damit sie eindringen können. Aber die Zeit ist kurz. Kannst du nicht einfach herunterkommen und sie alle in die süßen Wasser deiner Herrlichkeit und Liebe versetzen? Mein Kind, das kann und werde ich zur angemessenen Zeit mit jedem von Ihnen tun. Aber ich wünsche mir von Ihnen, dass Sie zuerst in jenen Bereichen gehorchen, wo Sie wissen, dass es von Ihnen gewünscht wird. Es ist sehr einfach, Claire. Ich bitte nicht um viel, oder? Nein, Herr, tust du nicht. Jene, die mich lieben, gehorchen mir, und jene, die mich mit ihrem ganzen Herzen suchen, werden mich sicherlich finden. Jetzt zurück zur Originalszene in meinem militärischen Aufzug. Ich möchte nicht, dass ihr über diese Situation trauert. Versteht nur, dass ihr in euren Herzen nicht Bitterkeit oder Unversöhnlichkeit haben könnt und erwarten, dass ihr mich gleichzeitig klar hört. Gib das weiter. Das sind jene auf deinem Kanal, die sich selbst oder anderen nicht vergeben haben. Und du musstest eine Vergebungsmeditation durchführen für sie, damit sie frei sein können, um klar von mir zu hören. Aber einige haben dies nicht getan. Ich rufe all meine Bräute auf, rein zu sein vor mir. Und ihr könnt nicht rein sein vor mir, wenn ihr nicht allen vergeben habt, die gegen euch gesündigt haben. Das schließt Sünden gegen euch selbst mit ein. Du siehst also, da gab es einen sehr guten Grund, warum ich zuließ, dass du besessen warst davon. Wenn ihr Unversöhnlichkeit habt in euren Herzen, habt ihr einen giftigen Kelch getrunken und die andere Person wird nicht jene sein, die stirbt. Fahren wir weiter. Ich würde gerne, Herr, aber ich fühle Hass in meinem Herzen gegenüber ihr. Ich will nicht, aber ich kann es sicher fühlen. Was mache ich? Betrachte sie als eine Aussätzige, die Liebe und Respekt bitter nötig hat. Nicht, weil sie es verdient, aber tu es für mich. Ich habe niemanden sonst, der sich um sie kümmert und sie liebt, Claire. Kannst du nicht eine Ausnahme machen in deinem Herzen für sie? Nach vielen Gebeten von Ezekiel kam ich zum Punkt, wo ich ihr vergeben konnte und es beiseite legen. Ich warte immer noch auf die Weisheit des Herrn, was zu tun ist, aber für den Moment lasse ich es beiseite. Jesus sagte: Danke, Claire, das ist das richtige Ding zu tun. Du wirst die Weisheit sehen im Loslassen. Ich bin für dich eingesprungen und ich werde weiter einspringen für dich. Danke dir, meine Braut. Ich weiß, dass es dir wehtut. Ich weiß, dass du frustriert bist. Ich weiß, dass sie deine Güte ausgenutzt hat. Aber was ist das Preisschild auf einer Seele? Zur richtigen Zeit wird sich diese Situation wenden und sie wird sehen, was sie getan hat. Und dann kann ich mit Liebe und Versöhnlichkeit einschreiten und sie wird mir sehr wohl ihr Herz schenken. Wenigstens hast du alles getan, worum ich dich gebeten habe. Was mehr sollte ich von dir bitten? War da noch irgendetwas anderes, Herr? Denkst du nicht, dass das genug ist? Ehrlich? Nein. Ihr befindet euch am Rande des Krieges. Ich bin heute Abend zu dir gekommen im militärischen Aufzug, weil das der Ort ist, wo ich mich im Moment aufhalte.
Du erscheinst mir ziemlich ernst, Herr. Ja, ich habe viel auf meiner Seele. Dies ist ein Ort von extremem Schmerz für mich. Es war schön, von dir getröstet zu werden. Ich weiß, die Dinge werden immer angespannter und intensiver um dich herum. Ihr müsst alle durchhalten und weiterfahren, für die Welt zu beten und die Leiden, die ihr durchlebt, zu opfern als ein Fastenopfer, um mehr Seelen zu mir zu bringen. Bevor die Situation unmöglich wird, das ist, bevor die reulose Seele stirbt im Krieg. Vergebt jedem, gegen welchen ihr irgendeinen Groll hegt. Ich lade dich herzlich ein in die Familie der Herzbewohner von Jesus. Den Link findest du unterhalb des Videos oder rechts oben auf der Webseite. Der Name des Blogs ist Heaven Talk für Herzbewohner. Wir freuen uns auf dich. Meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, Jesus bittet uns, seine Liebesbotschaften auf der ganzen Welt zu verbreiten. Wenn dein Herz auch bewegt ist von seinen Liebesbriefen und von seiner Bitte, danken wir dir in seinem Namen für die Mithilfe, seine Liebe und seine Liebesbotschaften den Menschen in deinem Umfeld näher zu bringen. Lasst uns seine Liebesbotschafter sein in dieser letzten Stunde, wo immer wir mit Menschen in Kontakt kommen. Die Liebe und der Segen unseres Herrn sei immer mit dir. In unserem Kanal findest du alle deutschen Botschaften, auch in Englisch, für den Rest der Welt. Lob und Preis unserem Gott und Erlöser, Jesus Christus, Yahushua HaMashiach. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Liebe für dich.